Einer der wichtigsten Momente des letzten Avengers Endgame-Trailers war ja, Tony Stark und Pepper Potts endlich wieder vereint zu sehen. Wussten die Fans doch nicht, ob vielleicht auch sie Thanos Fingerschnitten zum Opfer gefallen ist? Uns brachte das auf die Idee, uns einmal die Marvel-Beziehung näher anzuschauen. Wir bewundern sie, die Marvel-Superhelden. Die Kräfte der X-Men sind verlockend und die heldenhaften Taten der Avengers bewundernswert. Marvel-Helden sind mächtig und stark wie Thor, clever und charmant wie Tony Stark, faszinierend wie Charles Xavier, schön und mutig wie Black Widow oder geheimnisvoll wie Jean Grey. Ja gut, vielleicht übertreiben wir ein wenig, aber mal ehrlich, einen solchen Helden zu daten muss doch der Wahnsinn sein, oder? Betört zu werden von einer starken, sexy Frau oder in mächtigen Heldenarmen zu liegen, davon träumen viele. Kein Wunder, denn vor allem in den Verfilmungen sind die Marvel-Charaktere idealisiert und erscheinen uns beinahe perfekt. Aber ist es wirklich eine gute Idee, einen Marvel-Superhelden zu daten? Oder gibt es da doch den ein oder anderen Haken? Wir haben uns für euch einmal ernsthaft damit beschäftigt, wie es wäre, einen Helden tatsächlich zu daten. Dabei sehen wir mal davon ab, dass ein Marvel-Held sehr beschäftigt ist und selten überhaupt Zeit für ein Date oder einen Partner hat. Immerhin gibt es da kleinere Problemchen, wie den Fingerschnippern Thanos zu lösen. Und durch die Zeit zu reisen macht die Planung eines Dates auch nicht leichter. Aber welche Gründe gibt es sonst noch, lieber nichts mit einem Superhelden anzufangen? Seid gespannt auf unsere Liste und fragt euch selbst mal, ob ihr mit allen klarkommen würdet. Hier sind unsere Top 5 Gründe, warum es eine schlechte Idee ist, einen Marvel-Helden zu daten. Stell dir mal vor, du hast dir einen Avenger, Mutanten, Magier oder Gott geangelt. Das Leben könnte so schön sein. Nach der romantischen Nacht und dem Frühstück in der Sonne verabschiedest du deine Flamme zur Arbeit. Er muss ja schließlich die Welt retten. Aber bist du auch sicher, dass er jemals zurückkehrt und nicht von irgendeinem Erzfeind umgebracht wird? Unser Platz 5 ist deshalb die Angst um den Helden. Dort draußen lauern Aliens, Götter, Monster und allerlei Kriminelle. Und einige davon sind erklärte Erzfeinde deines Helden. Abgesehen von übermächtigen Feinden wie Thanos oder Galactus sind eine Menge Leute, Wesen, Organisationen oder sogar Behörden hinter deinem Helden her. Ob Red Skull, Ultron, die Bruderschaft der Mutanten, Hydra, die Sentinels oder Ulysses Klaue, die Liste ist schier unendlich. Wollen wir wirklich jedes Mal Ängste durchstehen, ob wir unseren Helden je wiedersehen? Erinnert euch an Pepper Potts, die Tony regelmäßig anfleht, sich nicht mehr in Kämpfe einzumischen. Mal ehrlich, wer kann denn noch schlafen, wenn man sich vorstellt, der Partner würde bekämpft, gequält und vielleicht sogar getötet werden? Denkt an Wolverine, der für das Projekt Weapon X von US-Behörden grausamen Experimenten ausgesetzt wurde. Oder Bucky Barnes, der gleich einer ganzen Gehirnwäsche unterzogen wird. An die vielen Male, bei denen unsere Helden schwer verletzt werden, fast sterben, vielleicht sogar ein Auge verlieren, auch wenn man zufällig einem Waschbären mit Ersatzauge begegnet. Marvel-Helden müssen oft einiges durchstehen und werden mit den verrücktesten, grausamsten Feinden konfrontiert. Da muss man schon den Schlaf der Gerechten haben, um Ruhe zu finden. Schlimm genug, wenn wir uns die Quälerei unserer Helden vorstellen müssen, aber was ist, wenn wir in diese Geschichten auch noch mit reingezogen werden? Kommen wir zu unserem Platz Nummer 4, die Angst vor Bösewichten. Ja, eine Partnerschaft mit einem Marvel-Charakter ist nicht unbedingt entspannt. Mal abgesehen davon, dass dein Held regelmäßig beinahe draufgeht, wirst auch du schnell zur Zielscheibe. Vielleicht sitzt du im falschen Moment mit dem Helden im Restaurant oder gehst einfach mit ihm über die Straße, wenn ein Monster-Alien auftaucht und dich platt macht. Im Umkreis eines Marvel-Helden ist es nun mal nicht besonders sicher. Und da die schlaueren Feinde Druckmittel suchen, um den Helden seelisch zu brechen, bist leider du der Hebel, an dem nur allzu gerne angesetzt wird. Pepper Potts wurde unter anderem vom Unicorn gefangen genommen, fast von Stane getötet und in den Comics sogar von Jarvis entführt. Die Frau hat echt kein leichtes Leben. Ob durch Zufall oder absichtlich, unsere Gesundheit ist eindeutig gefährdet, wenn wir uns mit einem Superhelden in der Öffentlichkeit bewegen. Wir stellen also fest, wenn wir einen Marvel-Helden daten, dann besser heimlich. Glücklicherweise tragen die meisten Marvel-Superhelden Masken, wie zum Beispiel Spider-Man. Aber ganz ehrlich, geholfen hat das weder Mary Jane noch Gwen Stacy. In den Comics wird Mary Jane unter anderem von einem Mutanten mit telepathischen Kräften entführt und mehrere Monate gefangen gehalten. Schlimmer ergeht es da aber Gwen. Peter trennt sich zwar von ihr, um sie zu schützen, aber in den Prime Marvel Universe Comics wird sie schlussendlich trotzdem vom Green Goblin entführt und während eines Kampfes mit Spider-Man von einer Brücke gestoßen. Peter versucht noch, sie mit einem Netz aufzufangen, aber der abrupte Stopp des Falls bricht ihr das Genick. Was uns an der Vorstellung besonders stört, es ist nicht einmal der Erzfeind Peters, der sie umbringt, sondern er aus Versehen selbst. Womit wir nahtlos in unseren Platz 3 übergehen, die Angst vor dem Partner. Wir geben zu, das mit Gwen war ein Versehen und immerhin hat er sie beinahe retten können. Aber die Gefahr, die von Marvel-Helden ausgeht, ist oft allgegenwärtig.
Und dabei denken wir nicht in erster Linie an den Hulk, den wir lieber nicht beim Schach besiegen oder sonst irgendwie aufregen wollen. Oder Venom, der nicht nur Feinde, sondern auch Freunde aus Versehen verschlingen könnte. Oder Cyclops, dem wir selbst im romantischsten Moment besser nicht tief in die Augen schauen. Viele Helden sind super mächtig, aber auch super gefährlich. Je größer die Magie ist oder je wirkungsvoller die telepathischen Kräfte sind, desto unbehaglicher wird uns zumute. Man weiß ja nie, wann sich der Held erschreckt und uns aus Versehen verdampft. Oder welche Gedanken er gerade liest und welche Geheimnisse er entdeckt. Das Problematische bei mächtigen Marvel-Charakteren ist oft dasselbe. Sie haben Schwierigkeiten, ihre Kräfte zu kontrollieren. Mit etwas Glück ist es vielleicht noch das Wasserbett, das durch die rasiermesserscharfen Knochenklauen von Wolverine zerfetzt wird und nicht die ahnungslose Frau daneben. Bei all den Beispielen bleibt uns eine Heldin ganz besonders in Erinnerung, Rogue von den X-Men. Sobald sie jemanden berührt, absorbiert sie dessen Lebensessenz, Erinnerung und Persönlichkeit, was ihr im Laufe ihrer Comicgeschichte unglaubliche Kräfte einbringt. Doch als sie in ihrer Jugend mit einem Jungen flirtet, weiß Anna-Marie noch nichts von ihren Mutantenkräften. Sie küsst ihn spontan und leider passiert das Unvermeidliche. Sie absorbiert seine Lebensenergie und er fällt in ein Koma, aus dem er übrigens nie wieder erwacht. Rogue ist traumatisiert durch das Ereignis und der Junge, naja. Sagen wir mal so, Rogue wollen wir wirklich niemals daten. Vielleicht entscheiden wir uns dann doch lieber für einen schwächeren Helden mit ungefährlichen Kräften oder gleich ohne Superkräfte, so wie Bogenbernd, Hawkeye. Oder vielleicht Howard the Duck. Platz 2, der Mensch hinter dem Helden. Wir wissen jetzt, man muss mit allerlei Ängsten umgehen, wenn man einen Marvel-Helden datet. Aber nehmen wir einmal an, wir sind verdammt mutig und haben stahlharte Nerven. Entführung überstehen wir locker, dem Tod sehen wir lachend ins Auge und mit den Kräften des Helden können wir ebenfalls umgehen. Dann ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Ihr ahnt wahrscheinlich schon, dass es nicht so einfach ist. Marvel-Helden sind mächtig, aber sie sind nicht perfekt. Ja, wir lassen uns gerne von Superhelden blenden. Ob es körperliche Stärke, übermäßige Intelligenz und ein heldenhafter Charakter oder Magie ist. Ein Superheld fasziniert durch seine außergewöhnlichen Eigenschaften, häufig auch durch Attraktivität, das wollen wir nicht bestreiten. Doch was vor allem in den Verfilmungen oft verschwiegen oder abgeschwächt wird, viele Superhelden sind gebrochene Menschen mit Schwächen, die nicht leicht zu akzeptieren sind. Da könnte man wieder Bruce Banner nennen, der sich in Aggressionsbewältigung üben muss. Aber es gibt noch wesentlich mehr Marvel-Charaktere, die traumatisiert sind, Depression haben oder mit Sucht kämpfen. So zum Beispiel Steve Rogers, der auf ein bzw. mehrere Boxsäcke einprügeln muss, um seine schmerzhaften Erinnerungen zu verarbeiten. Oder Natalia Romanoff alias Black Widow, über deren traumatische Ausbildung wir im kommenden Film hoffentlich noch einiges erfahren werden. Oder nochmal Bruce Banner mit seiner multiplen Persönlichkeit. Oder Scarlet Witch bzw. Wanda Maximoff, die ihren Bruder sterben sehen musste. Schwierig wäre übrigens auch eine Beziehung zu Tony Stark. In den Filmen des Marvel Cinematic Universe ist er zwar ein Aufschneider, doch wir verzeihen ihm seine arroganten Kommentare gerne. Immerhin ist seine Sorge um Pepper rührend und auch seine väterliche Rolle für Peter Parker nehmen wir ihm ab. Er sorgt für Witz und wir erwarten unter der harten Schale den sprichwörtlich weichen Kern. Comic-Fans wissen aber, mit Iron Man ist über weite Strecken nicht gut Kirschen essen. Der größte Nemesis des Mannes ist nämlich kein Alien, kein Monster und keine Organisation, es ist der Alkohol. Als sein Unternehmen Stark Industries fremd übernommen wird und er fast alles verliert, wird er zum zwanghaften Säufer und ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Der Alkoholiker zerstört sich beinahe selbst und James Rhodes bzw. War Machine muss seinen Platz als Iron Man einnehmen. Ihr seht also, mit großer Macht kommen in vielen Fällen eine Menge psychische Probleme dazu. Kein Wunder, wenn man immer wieder Menschen sterben sieht, Folter ausgesetzt wird und jederzeit Angst um Familie und Freunde haben muss. Deshalb ist unser zweiter Platz der Mensch hinter den Helden. Oder dem Gott, oder dem Alien, oder dem transdimensionalen Wesen, wie auch immer. Es wird euch vielleicht wundern, aber unser Platz Nummer 1 ist die starke Konkurrenz. Es stimmt schon, wenn Superhelden lieben, dann lieben sie oft treu und ewig. Andere Frauen oder Männer kommen nicht in Frage, denn die oder der Angebetete ist das einzige Wesen, das zählt. So wie man es von einem heldenhaften Charakter von Ehre nun mal erwartet. Vor allem in den Verfilmungen sind Marvel-Helden loyal. Doch es gibt auch eine andere Konkurrenz, mit der man schwer mithalten kann. Und das ist leider keine geringere als die Welt. Ja, wir erinnern uns, große Macht, große Verantwortung, und zwar nicht einem einzelnen Menschen gegenüber. Ein Superheld verschreibt sich in den meisten Fällen dem Wohle einer Stadt, eines Volkes, eines Planeten oder gar des gesamten Universums. Denkt mal an Thor, der seine Angebetete auf der Erde zurücklässt und nach Asgard reist, um dort monatelang zu bleiben, ohne der einsamen Jane Foster auch nur eine Nachricht zukommen zu lassen. Jane kann nur hoffen, dass sich der Donnergott mal bequemt, nach Midgard zu Besuch zu kommen und weiß, dass Thors Volk an erster Stelle steht.
Auch Stephen Strange entscheidet sich gegen eine mögliche Beziehung mit Christine Palmer und für das Bewachen der Erde und das Leben im Sanctum Sanctorium. Zahlreiche Helden beenden ihre Beziehung, weil das Retten der Welt Feinde auf den Plan ruft und sie ihre Partner schützen wollen. Und mal ehrlich, würdet ihr einen normalen Menschen daten wollen, wenn er bei der nächsten Gelegenheit entführt oder getötet werden kann? Mit Weltfrieden kann ein Date oder ein Partner schwer mithalten. Deshalb ist die Priorität für die allermeisten Marvel-Helden gleich: die Kräfte für das größere Wohl einsetzen. Wir finden, mit dem Überleben eines Volkes, dem Wohl der Erde oder der Rettung des Universums wollen wir wirklich ungern konkurrieren. Da würden wir wohl den Kürzeren ziehen. Nach unserer Liste sind wir sicher, einen Marvel-Helden zu daten ist gefährlich und ein Happy End mehr als unwahrscheinlich. Entweder wir werden aus Versehen pulverisiert, im Durcheinander platt gemacht, mehrere Male entführt oder von unseren eigenen Helden aufgespießt. Einen Marvel-Helden zu daten ist wirklich eine schlechte Idee. Was meint ihr dazu? Seid ihr jetzt abgeschreckt oder würdet ihr doch einen Marvel-Helden daten wollen? Und wenn ja, welchen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr auch mal gerne einen Superhelden daten wollt, dann unterstützt doch Flips auf Patreon, damit wir, mehr Videos machen können. Das hilft euch zwar nicht, mit Spider-Man zum Essen zu gehen, aber uns das Essen zu bezahlen. Oder lasst uns ein einmaliges Trinkgeld per PayPal da. Die Links sind unten in der Beschreibung. Und jetzt guckt ihr am besten noch diese 5 Dinge, die ihr vor Endgame wissen solltet, oder dieses andere Video.